Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute ist ein Video, auf das ich mich sehr gefreut habe, denn es bringt sehr viel Licht in ein Thema, was viele von euch wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben. Wird ein bisschen die Richtung zeigen, was jetzt eigentlich mit dem Microsoft Activision Deal passiert. Und das Ganze hat sich vor einer Woche erst ergeben, das ist noch nicht lange her. Und irgendwie hat im deutschsprachigen Raum kaum einer drüber gesprochen, obwohl das für alle Sony PlayStation-Besitzer und Spieler extrem wichtig ist, solange die mit COD was zu tun haben. Und dazu möchte ich euch erstmal ganz kurz erklären, was da eigentlich passiert ist, und dann zeige ich euch ein, zwei Screenshots von Twitter und auch ein, zwei Links, die füge ich im Video, in der Videobeschreibung für euch hinzu. Ihr könnt euch das Ganze auch nochmal so durchlesen. Wir sehen uns das gleich aber auch gemeinsam an. Was ist eigentlich passiert? Wir haben zwei Fronten, und das haben wir schon seit vielen Jahren. Xbox, Microsoft und Sony. Sony und Microsoft duellieren sich ja schon seit vielen, vielen Jahren, wer die bessere Konsole hat, wer die besseren Exklusivtitel hat und, und. Bei der Xbox, wenn man so dran denkt, ist so das Erste, an was wahrscheinlich viele von euch denken, so wie ich, so Halo, okay? Und bei PlayStation ist es dann halt verschiedene Sachen. Da Sony hat, finde ich, was Exklusivtitel angeht, einfach ein bisschen mehr. Und Sony ist schon seit vielen, vielen Jahren Marktführer beim Verkauf von Konsolen. Die PS4 zum Beispiel hat damals die Xbox One ziemlich in den Schatten gestellt. Jetzt ist es so, dass seit dem ersten Quartal 2021 die Xbox Series S und X in den USA, in Kanada und in noch zwei, drei Staaten der Topseller war und die PlayStation 5 auseinandergenommen hat. Das liegt einmal daran, dass rein von den Hardware-Statistiken die Xbox besser ist. Und dass die Xbox von Anfang an besser verfügbar war als die PlayStation 5. Ich habe eine PlayStation 5 hier durch einen Zuschauer, durch einen VIP von mir geschenkt bekommen, muss man ganz ehrlich sagen. Absolut krank. Ich hätte wahrscheinlich bis heute keine bekommen und ich weiß, dass viele von euch sich eine kaufen wollen und das immer noch nicht können. Jetzt ist es aber so, dass wir ja wissen, dass seit Anfang des Jahres, Mitte des Jahres oder Anfang des Jahres, Activision von Microsoft übernommen wird. Und Microsoft steckt ja hinter Xbox. Und dieser Deal wird wahrscheinlich im Januar, Februar, März nächsten Jahres finalisiert sein. Die arbeiten jetzt gerade mit den Rechtsanwälten an den Verträgen und das Kartellamt guckt sich das an und. Aber 99% gehen davon aus, dass das Ding dann durchgeht. Was bedeutet, dass die Call of Duty Franchise, und die ist ja der Hauptplayer bei Activision, komplett in der Hand von Microsoft ist. Und der Chef von Microsoft, Jim Ryan, hat sich auf Twitter in aller Öffentlichkeit mit Phil Spencer angelegt. Und Phil Spencer ist der Chef bei Microsoft für die Xbox verantwortlich und übernimmt im Prinzip auch den Vorstand nachher, den aktuell die Lynchperson Bobby Kotick bei Activision hat. Und die beiden haben sich gestresst, denn seit 20 Jahren läuft Call of Duty auf der PlayStation und Sony hat bisher ja auch diesen Sony-Exclusive-Deal. Das heißt, wir können, wie jetzt am Freitag, ich kriege noch ein separates Video zur Beta, als PlayStation-Spieler, wenn wir vorbestellt haben, die Beta zuallererst spielen. Und dann ist es eine offene Beta für PlayStation, dann ist, glaube ich, ein Tag Pause und dann können erst Vorbesteller von Xbox und PC spielen und dann können noch ein, zwei Tage alle spielen, ob vorbestellt oder nicht. Und Sony hat sich diesen Deal natürlich teuer erkauft bei Activision. Jetzt ist es ja aber so, dass Activision hier ab nächstem Jahr nicht mehr das Sagen hat. Denn der gesamte Developer Activision läuft ab dann über Microsoft. Und Microsoft hat etwas, was meiner Meinung nach deutlich besser ist, als was Sony hat, nämlich den Game Pass. Ihr zahlt zwischen, ich glaube, 15 und 20 Euro monatlich und habt sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Titel dort drin. Deutlich besser als die, ich weiß nicht, was es bei PS Plus aktuell ist, ich glaube, erhöht worden 60, 70, 80 Euro im Jahr. Da habt ihr ja pro Monat, ich glaube, zwei freie Games. Ich habe die wirklich bisher, glaube ich, bis auf einmal noch nie genutzt. Und PlayStation Plus wird aber von euch ja für viele Spiele benötigt, selbst wenn ihr das Game an und für sich original schon gekauft habt. Und Microsoft spielt allen Anschein nach damit, mit dem Gedanken, Call of Duty in diesen Game Pass zu holen. Was zum einen bedeutet, dass sehr viele Leute, die sonst eigentlich eine Sony PlayStation kaufen, weil sie, völlig egal welche Gründe man hat, ob man sie besser findet, ob man sie schöner findet, ob man sie günstiger findet, ob man die Exclusive-Titel besser findet, ob man COD-Spieler ist und die Exclusive-Vorteile haben will, die Leute kaufen die PlayStation deswegen und wegen anderen Exclusive-Titeln, die auch auf der PlayStation nur erscheinen und manche wegen dem Controller und. Ich bin jemand, ich habe von der PlayStation 1 angefangen
und habe nie überlegt, mir eine Xbox zu kaufen. Und es geht jetzt aber so weit, dass Jim Ryan, der CEO von Sony, Phil Spencer auf Twitter angegangen ist, weil er gesagt hat, wir haben ein Angebot gemacht an Microsoft, dass hier Sony weiterhin Call of Duty verkaufen darf. Und jeder Publisher entscheidet selber, über welche Plattform sein Game angeboten wird. Das heißt, Microsoft kann, der Vertrag endet mit denen Ende nächsten Jahres, einfach sagen, wisst ihr was, Sony? Wir verzichten auf all die Verkäufe, die wir für das Game, für die PlayStation hätten und machen es nur noch für PC und Xbox. Ist scheißegal, was ihr wollt. Und die Macht hätten sie, weil sie Activision gekauft haben. Sie entscheiden ganz alleine, wie sie das Game in Zukunft verkaufen werden. Was natürlich bedeuten würde, Microsoft würde auf das gesamte Geld durch die Einnahmen, durch die Verkäufe über die PlayStation verzichten. Was aber auch bedeutet, dass viele, viele Spieler, die sonst niemals eine Xbox kaufen würden und vielleicht kein Interesse haben, auf den PC zu wechseln mit Spielen, dass die natürlich an die Überlegung kommen, für ihre Titel, was bei Call of Duty 100 Millionen Spieler betrifft, von der Sony PlayStation, vielleicht haben sie noch eine PlayStation 4, auf die Xbox Series S oder X zu wechseln. Und das Ganze ist in einem großen Streit ausgeahndet und ich zeige euch dazu was. Schaut euch das hier mal an, das ist von MBG, da ist das Ganze sozusagen aufgerollt worden und ich werde euch den Link auch in die Videobeschreibung tun. Ihr könnt euch das selbstverständlich nachher auch selber angucken. Und Ryan sagt hier, also Sony-Chef Jim Ryan, I had intended to comment on what I understood to be a private business discussion, but I feel the need to set the record straight because Phil Spencer brought this into the public forum. So, Ryan sagt hier im Prinzip übersetzt, die meisten von euch werden auch Englisch sprechen. Also ich muss das jetzt hier alles mal klarstellen, weil das war eigentlich eine private Konversation. Ich verstehe gar nicht, warum das jetzt alles öffentlich ist, aber ich muss es dann öffentlich bekannt machen. Und dann sagt er hier, Microsoft has only offered for Call of Duty to remain on PlayStation for 3 years after the current agreement between Activision and Sony ends. After almost 20 years of Call of Duty on PlayStation, their proposal was inadequate on many levels and failed to take account of the impact on our gamers. We want to guarantee PlayStation gamers continue to have the highest quality Call of Duty experience and Microsoft's proposal undermines this principle. Was er im Prinzip sagt ist, dass das, was Microsoft Sony angeboten hat, preislich, was die zahlen sollen, damit Call of Duty weiterhin auf der PlayStation, auch nach diesen 3 Jahren, die sie jetzt angeboten haben, laufen soll, so lächerlich ist, dass Sony das unmöglich annehmen konnte. Jetzt weiß ich natürlich nicht, um welchen Zahlenraum wir hier sprechen, aber ihr könnt euch vorstellen, dass Microsoft sich diesen Kauf von Activision ja sehr gut überlegt hat und viele Sachen kalkuliert hat. Wie viele Spieler kommen dadurch zur Xbox, wie viele Spieler kaufen die Xbox, viel wichtiger für die noch, wie viele Spieler kaufen sich zusätzlich den Game Pass von uns, wenn Call of Duty dort mit drin ist, weil dann habt ihr Call of Duty, wenn es im Game Pass ist, jedes Jahr sozusagen umsonst und alle anderen Xbox-Spiele. Und dann fingen die beiden an, sich öffentlich darüber zu streiten und die Krux an der Geschichte ist, dass Microsoft den finanziellen Background natürlich hat, dass sie aus Prinzip und trotz allen wirtschaftlichen Aspekten gegenüber sagen können, wisst ihr was, Sony? Es ist uns scheißegal, was ihr wollt. Friss oder stirbt. Hier ist der Deal, damit ihr weiterhin Call of Duty auf der PlayStation 5 verkaufen könnt. Wenn ihr ihn nicht annehmt, uns ist das egal. Wir kommen auch so zurecht. Wir sind reich genug. Macht, was ihr wollt. Und Sony verliert natürlich, wenn sie solche Exklusivvorteile wie eine frühe Beta haben und auch das Recht, solche Games zu vertreten, sehr viel an Spielern. Und Spieler, die PlayStation Plus haben, die Sony PlayStation 5 kaufen, die die Games kaufen für PlayStation, das ist der Zielmarkt von PlayStation. Ich weiß nur zu 100%, dass das nicht einfach eine leere Drohung ist, die da irgendwie seitens Microsoft und Xbox rausgehauen wird. Die haben sich mit dem Kauf von Activision für eine Stange Geld natürlich sehr viel Gedanken gemacht. Und Sony hat nur 2 Optionen. Entweder kriegen sie Microsoft zu einem Deal, der Microsoft reich belohnen wird, dafür, dass Call of Duty die nächsten Jahre, genauso wie Warzone, weiterhin auf der Sony PlayStation erscheint. Oder Sony schaut in die Röhre. Und dazu gibt es noch einen kleinen anderen Artikel. Der hier ist von Games Wirtschaft. Ist eigentlich eine relativ seriöse Seite. Und hier hat in dem Fall Satya Nadella, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ich glaube Inderin,
CEO von Xbox in dem Fall über die Verkaufszahlen der Xbox Series S und X gesprochen und sie sagt, dank unserer Series S und X Konsolen haben wir weltweit in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen Marktanteile hinzugewonnen. In diesem Quartal waren wir die Marktführer unter den Next-Gen-Konsolen, sie sagt also nur Next-Gen, nicht die Old-Gen-Konsolen, in den USA, Großbritannien, Kanada, Westeuropa. Das ist geisteskrank, wenn man sich das überlegt und das war Quartal 21, Quartal 22. Sony hat diese Vormachtstellung, die sie viele Jahre auf dem Gaming-Markt hatten, mittlerweile tatsächlich ein bisschen eingebüßt, verkaufen immer noch mehr als Microsoft, aber beide nähern sich ein bisschen an, was nur für Microsoft gut ist. Und ich persönlich habe da eine Meinung zu. Crossplay in Games ist für mich die Zukunft. Es ist einfach unfair, finde ich, dass Freunde mit mir und ich mit Freunden nicht spielen können, nur weil sich Detlef fürs falsche Stück Plastik entschieden hat und er eine Xbox hat und ich eine Sony und Markus da hinten einen PC. Crossplay ist super und ich bin immer noch der Auffassung, dass das auch die Zukunft sein sollte. Aber Crossplay funktioniert ja nur bei Games, die auch auf allen Plattformen verfügbar sind. Guckt euch das neue Shatterline an, was ich jetzt aktuell gerade vorgestellt habe und aktuell ziemlich viel zocke. Ist jetzt aktuell nur auf dem PC, wird auf der Xbox im März kommen und unter Umständen auch auf der Konsole, das ist aber noch nicht sicher. Wisst ihr eigentlich, wie viele Leute man da wieder verliert, dass man mit denen nicht zusammenspielen kann oder? Das ist für Twitch wichtig, für YouTube wichtig, wegen Zuschauern. Kaum einer möchte was gucken, was er einfach gar nicht kennt und nicht spielen kann. Das ist für Freunde wichtig, das ist für die Unternehmen wichtig. Und Microsoft sitzt hier mittlerweile, gerade was unsere Franchise angeht, ziemlich krass am Hebel. Ich weiß nicht, wie das abläuft, ich werde euch weiter darüber informieren, aber interessant ist es schon, dass die beiden CEOs sich da öffentlich drüber streiten, weil das meistens heißt, dass man ganz weit vom Verhandlungstisch weggeht und nur noch mit Scheiße aufeinander wirft. Und der Haufen Scheiße, den Microsoft aktuell werfen kann, ist einfach größer als der von Sony. Und er stinkt noch ein bisschen mehr. Ich hoffe, euch hat das ein bisschen über die aktuelle Situation informiert, Leute. Lasst super gern ein Like da, lasst super gern ein Abo da. Ich bin raus für heute, haut rein.